Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr innerhalb von ein paar Sekunden eure Schnürsenkel zubinden könnt. Also fangen wir mit einem ganz einfachen Knoten an. Ihr müsst nun die beiden Schnürsenkelenden in die Hände nehmen und am leichtesten merkt man es sich so, dass Zeigefinger und Daumen auf beiden Seiten, auf beiden Händen Pistolen ergeben. Nun kommt der Trick, ihr müsst mit der rechten Hand das Schnürsenkelende unter den Zeigefinger durchgehen lassen und mit der linken Hand unter den Daumen durchgehen lassen. So, nun habt ihr beide Enden über den Fingern und hakt praktisch die Schnürsenkel ineinander. Das heißt, mit den beiden Fingern auf der rechten Hand schnappt ihr euch den Schnürsenkel an der linken Hand. Und das gleiche mit der linken Hand. So, nun zieht ihr beides zusammen und habt euren Schnürsenkel. Übt man das eine Zeit lang, so könnt ihr eure Schnürsenkel innerhalb von ein paar Sekunden zubinden.